Sehr geehrten Damen und Herren, wir haben... Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ja, Angela, jetzt halt einmal. Da hast du auch nicht viel beigetragen. Wir haben eine wichtige Mitteilung zu machen. Mutti, bitte fang du an. In überraschender Einigkeit. Ich möchte fast sagen... Die Mutti ist jetzt im Fries, können sie gar nicht hören. Ja doch, man hört dich aber auch nur. Das ist doch bestimmt der Laschet, der hier dazwischen funkt. Was ist denn mit dem scheiß Mikrofon los? Also um es kurz zu machen, das hier ist unser letzter Beitrag in unserer langen Reihe Kluftis Lesemarathon. Alles geht einmal zu Ende. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und zwar es uns sehr leid tut und schwer ums Herz wird angesichts dieser Entscheidung, aber auch wir müssen zur Normalität zurückkehren, meine Damen und Herren, auch wenn wir nach wie vor das Coronavirus nicht beherrschen können, so können wir es doch zurückdrängen und müssen aber weiterhin auf Sicht fahren, lieber Volker. Genau. Wir verweisen auf andere Angebote von uns. Natürlich können Sie dieses Buch selber lesen. Sie können das Hörbuch dazu hören. Sie können unsere Podcasts hören, die, glaube ich, immer nur kostenlos bei Audible zu beziehen sind. Ja. Glaube ich. Also es gibt viele Möglichkeiten und wir werden uns eh wieder melden. Wir werden vielleicht sogar mal eine kleine Stelle aus dem Buch vorlesen, das wir gerade jetzt für Sie fertigstellen, das im Herbst dann erscheint. Und es wäre auch eigentlich nett, wenn wir hier mal vorab weltexklusiv eine kleine Stelle vorlesen, oder? Ja, also eine kleine auf jeden Fall. Das können wir jetzt schon, glaube ich, versprechen. Und wir bitten um Verständnis für diese Entscheidung, aber es ist uns nicht leicht gefallen. Aber wenn auch das Robert-Koch-Institut die täglichen Pressekonferenzen einstellt, dann wollen wir nicht zurückstehen. Dann wollen wir solidarisch sein mit dieser wichtigen Institution und sie jetzt endlich mal um 18 Uhr wieder essen lassen, wie es sich im Altersheim zugehört. Schöne Worte, Michael. Schöne Worte. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Außer, ich hoffe, Sie hatten einen schönen Muttertag, also die Mütter. Peter wahrscheinlich nicht, mussten viel arbeiten heute, Frühstück machen und so Sachen. Ja, ja, was halt die, alles, was die Kinder halt nicht fertig gebracht haben, mal wieder. Ja. So, und ich bedanke mich auch beim BR hier für die Pressekonferenz und begebe mich jetzt wieder in das private Gemach des Autoren. Und wir lesen jetzt noch schnell das Buch fertig. Also, echt? Schafft man das? Ja, wir lesen kurz und dann sagen wir halt, wie es ausgeht. So, also das wäre aber ja halt noch blöd. Naja, wir sagen ja nicht, wer es war, weil wir wussten ja, also geschrieben haben selber nicht mehr, wer es war. Ich habe ja mal, also mein allererstes Referat beim Herr Riedle in Deutsch, ja in der 6. Klasse, muss man sich mal vorstellen, heute halten sie schon in der 2. Klasse Referate, egal. Es ging das heißt über aber die, beim Herrn Riedle, nicht beim Herr Riedle. Beim Herrn. Ja, ja. Das ging über das Buch Die Jungs von Burg Schreckenstein. Ich war wohl etwas weitschweifig, wie man sich vorstellen kann, wenn man dieses Ding hier öfter mal sich zu Gemüte geführt hat. Und irgendwann hat dann der Riedle gesagt, oh, jetzt kommen wir aber mal langsam zum Ende, was er immer zu den Leuten gesagt hat, die furchtbar viel zu lang waren. Ja. Worauf ich gesagt habe, gut, es passiert eigentlich nichts mehr Wichtiges, das war's, vielen Dank. Auch das eine Exit-Strategie, muss man mal sagen. Ja. Ja, nicht schlecht. Also es war eh immer, also heutzutage, ich meine, wenn man sich überlegt, wie schnell, mach mal, drück mal drauf, hast du schon drauf? Hab ich ja. Also wenn man sich mal überlegt, ja, wie schnell die Kinder heutzutage schon Referate und so Sachen halten müssen. Wir mussten zum ersten Mal, glaube ich, in der 9. Klasse irgendwie über unser Lieblingslied in Musik Referat halten. Und da waren wir ja so aufgeregt, dass man keinen Ton rausgekriegt hat. Aber muss ich mal sagen, mein Meilenstein damals,
ein Referat über ein Buch, das ich nie gelesen habe. Wow. 15 Punkte, also hier volle Punktzahl. Und dann hat er gesagt, ich sage jetzt nicht, bei wem es war. Es war aber nicht der Herr Legert wahrscheinlich. Nein, der Herr Legert, zum Glück hatte ich den nicht im Deutsch-Grundkurs. Hat er gesagt, es zeuge doch von einer sehr, sehr intensiven Lektüre, wie ich dieses Buch quasi vorgestellt habe. Was für ein Buch war das? Habe. Das war eine Parade? Parabel? Von Rübeck zu Rübeck im Havelland. Oh, eine Parabel auf, von Rübeck. Und das war, ich weiß echt nicht mehr, wie es hieß, muss mal nachschauen. Das bestand nur aus einem Satz. Ach du Scheiße. Also halt, es war so ein langes Buch, aber es war der Satz nie zu Ende. So. Gottes Willen. Wobei, da haben ja auch ein paar drin, die hätten es auch in das Buch neu schaffen können, muss ich mal ehrlich sagen. So, wir waren da bei den Schönmangers, gell? Ja, die Sekretärin war äußerst abweisend. Ah, ja, genau. Das war auch so ein langer Satz mit der sonnengelben Weste und so. Er bemerkte die Besucher, also der Mann, der da rauskam mit der sonnengelben Weste, grüßte, kümmerte sich aber nicht weiter um sie, sondern gab seiner Angestellten einen großen braunen Umschlag mit den Worten, dass dies heute unbedingt noch raus müsse. Dürftinger und Strobel ahnten, dass dies nur der Sohn Schönmangers sein konnte. Was heißt hier nur? Ich habe hier übrigens den braunen Umschlag da. Da habe ich mir mal gut vorbereitet, hier der braune Umschlag. Man muss auch ein bisschen mit. In Büchern oder Filmen andere Worte, mit denen Menschen Umschläge weiterreichen, als es muss halt unbedingt nur raus. Ja, das stimmt. Also man sagt nie, es hat nur zwei Wochen Zeit. Tun sie es halt irgendwann auf Busch. Schmeißen sie es weg, das alte Klump. So schaut es mal aus. Ja, der Sohn, der sich nach Angaben seines Vaters um das Marketing der Firma kümmerte. Herr Schönmanger, die Herren werden von der Polizei, Sie wollen zu Ihrem Vater, meinen Sie, er kommt noch einmal her? Ja, weiß ich das, Frau Moser? Bin ich seine Sekretärin? Fuhr er die Vorzimmerdame. Er ist so ein chauvinistisches Arschloch. Muss man echt mal sagen. Das ist auch so ein Verschwörungsfuzzi. Möglicherweise hatte der eilige Brief nichts Gutes enthalten, so schlecht wie die Laune des Herrn Schönmangers Junior zu sein schien. Kluftinger fand ihn unsympathisch. Siehst, sag ich, die sind auch alle unsympathisch, die Impfgegner. Obwohl er ihn erst maximal eine Minute lang kannte. Trotzdem fasste er den Entschluss, eine kurze Unterredung mit ihm zu führen. Womöglich würde der Vater doch noch auftauchen. Ja, ich höre da gerade, Sie sind der Juniorchef. Kluftinger, Kriminalkommissar, hätten Sie gerade mal einen Moment Zeit, Herr Schönmanger? Wir hätten da ein paar Fragen an Sie. Sprach jemand übertrieben und in seinen Augen aggressiv Hochdeutsch, ließ Kluftinger gern einige Dialektfetzen in seiner Rede einfließen. Sollten die nur erst denken, er sei der Seppel, der Bauerndepp. Die würden ihn schon noch anders kennenlernen. Ja, das haben sie jetzt zwar in Büchern nie, aber das ist ja auch egal. Frau Kluftinger hätte ihm jetzt einen kleinen Stoß in die Rippen gegeben. Sie liebte diese Verhaltensweise an ihrem Mann in der Öffentlichkeit ganz und gar nicht. Ja, meinetwegen, obwohl ich nicht denke, dass ich Ihnen da sehr dienlich sein kann. Wenn es sein muss, kommen Sie eben in mein Büro mit. Frau Moser, bringen Sie mir bitte einen Kaffee, ja, aber ohne Milch diesmal. Antwortete Schönmanger und geleitete die bei der Kaffeeverteilung völlig übergangenen Beamten in sein Büro. Ich meine, da muss man auch mal sagen, das ist der Chef von einem Milchwerk, ja, und nimmt keine Milch in seinen Kaffee. Das ist doch wie wenn ein Optiker keine Brille aufhat, jetzt mal ehrlich. Das hatte keiner der beiden erwartet. Vom 70er-Jahre-Vorzimmerscham ging es nun nahtlos in ein End-90er-Designerbüro. Ein ultraflacher Bildschirm aus Edelstahl thronte einsam auf einem völlig leergeräumten Riesenschreibtisch aus Glas, der auf massiven Böcken aus poliertem Metall stand. Der Boden war mit anthrazitgrauem Teppich belegt. Im Eck stand eine Sitzgruppe aus türkisem Leder, zu der, wie zum Schreibtisch, von der Tür aus kleine türkisblaue Pfeile den Weg wiesen. Kluftinger kam das vor, wie diese seltsamen aufgeklebten Fußabdrücke auf dem Boden in Bahnhöfen oder billigen Kaufhäusern. Hier war es offenbar edel gemeint.
Überhaupt zog sich quasi, so hätte es ein Innenarchitekt wohl gesagt, eine türkisfarbene Linie durch den Raum. Die abstrakten, bestimmt sündhaft teuren, ebenso in dieser Farbe gehalten wie jede fünfte der großen Stofflamellen, die vor dem Fenster hingen. Nichts deutete darauf hin, dass man hier in einer Käserei war. Was beim alten Schönmanger zu viel an alten Käsepackungen herumstand, war hier eindeutig zu wenig, fand Kluftinger. An den Wänden hingegen, in Bildern, nur seltsam eckig geformte Lampen aus Edelstahl und Glas. So hätte Kluftinger wetten können. Mit Sicherheit türkisfarbenes Licht ausstrahlte. Eine Uhr, die eigentlich keine war, war weiterer Wandschmuck. Ein kleiner Projektor warf ein riesiges türkises Zifferblatt an die Wand, in dem Blubberbläschen aufstiegen und auf dem zwei lilafarbige Punkte die aktuelle Uhrzeit markierten. Sie nahmen in der quietschfarbenen Sitzecke Platz. So, ich habe ja wirklich zu tun. Was soll ich Ihnen denn nun sagen? Raunzte der Juniorchef. Wir wollten wissen, Kluftinger besandte sich eines Besseren. Wir wollten wissen, was Sie genau über den beruflichen Werdegang Philipp Wachters wissen, bevor er hier bei Ihnen angefangen hat. Nicht mehr als Sie wahrscheinlich. Er war ein grandioser Food-Designer, den wir durch einen glücklichen Umstand für unsere Firma gewinnen konnten. Was war denn genau dieser Umstand? Was war vorgefallen, dass er ausgerechnet hier anfangen musste? Fragte Kluftinger und freute sich schon auf die Reaktion des Marketingchefs über die kleine Spitze. Inspektor, sagen Sie mir bitte, was das heißen soll, ausgerechnet hier? Wir sind ein aufstrebendes Unternehmen, das in der Branche einen Namen hat. Und wir haben gerade in letzter Zeit innovative Produkte entwickelt. Die Zahlen geben mir recht. Ich muss mir von Ihnen nicht sagen lassen, wir wären zweit- oder gar drittklassig. Bin nicht gewillt, mir das bieten zu lassen. Das von Kluftinger ausgestreute Pulver entzündete sich leichter als erwartet. Inzwischen hatte Frau Moser Kaffee für den Milchwerksjunior in einer asymmetrischen, eckigen Tasse aus türkisfarbenem Glas gebracht. Ach, Herr Schönmanger, ich habe bloß gedacht, verglichen mit anderen Milchwerken in unserer Gegend ist das Schönmangersche doch eher klein. Ich meine, das war jetzt nicht negativ gemeint und so. Die anderen sind Tochterfirmen von Großkonzernen. Wir sind in privater Hand und haben ein Auftragsvolumen, das sich gewaschen hat. Verlassen Sie sich darauf. Wir haben es geschafft, zwei nationale Discounterketten als Kunden zu gewinnen. Da geht schon was. Und ich prophezeie Ihnen, wenn ich hier mal das alleinige Sagen habe, dann werden wir zum Global Player. Jedenfalls konnte Wachter froh sein, dass er bei uns anfangen konnte. Ich muss Ihnen auch keine weitere Auskunft geben, das ist kein Verhör hier. Echauffierte sich der junge Geschäftsmann. In diesem Moment ging die Tür ohne vorheriges Klopfen auf. Schönmanger Senior kam herein und schaute verwundert seinen Sohn an. Er begrüßte freundlich die beiden Beamten und fragte seinen Filius, worum es denn gehe. Paps! Kluftinger grinste über den Kosenamen. Die beiden Herren meinten, sie hätten es bei unserer Firma mit irgendeiner kleinen Provinzklitsche zu tun und das musste ich dann doch richtigstellen. Karl Schönmanger entschuldigte sich für seinen Sohn, der eben manchmal ein Hitzkopf sei, der sich die Hörner erst noch abstoßen müsse. In diesem Sinne wünschen wir einen schönen Sonntagabend. Bis bald.